Ja, moin moin, herzlich willkommen zu Dori Hangover Edition fährt so hängt in den Seilen heute am Sonntag. Deswegen nur eine ganz kurze Folge. Weiter und los geht's nach dem Intro. Ja, ich hänge heute wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und deswegen machen wir heute einfach mal nur äh, eine ganz kurze Folge und wir beleuchten die Events der nächsten Woche, was bei Solduri so abgeht. Äh, so, wir schauen mal. Was haben wir denn? Eventkalender. Sowas haben wir auf der Webseite. So, da könnt ihr übrigens, wenn ihr das noch nie gemacht habt, auch eure Termine einfach eintragen. Also, wenn ihr Zugriffsrechte für die Webseite habt, könnt ihr eure Veranstaltungstermine, ob öffentlich, nicht öffentlich, einfach dort eintragen. So kriegen Leute von außen so ein bisschen Eindruck, was passiert hier. Und Onkel Fetzo so hat was zu erzählen am Sonntagabend. So, was gucken wir mal? Welche Woche haben wir denn? Der Siebte. Wir nehmen uns mal nur die Woche. Noch Woche. Und zwar die nächste, welche. So, also am Montag haben wir 18 Uhr X-Wing im Clubraum. Ab 18 Uhr könnt ihr X-Wing zocken im Clubraum oder es eben einfach nur mal anschauen, wie es denn aussieht. So, am Dienstag, wie jede Woche quasi, haben wir wieder unser Infinity Fire Team im Clubraum. Äh, auch da geht es ab 18 Uhr los. Genauso wie nochmal eine Runde X-Wing losgeht. Battle of Yavin. So, um 19 Uhr findet eine Rollenspielrunde statt. Drachbaschler, die ist, soweit ich weiß, nicht im Clubraum. Die ist sogar hier bei mir zu Hause. Hm. Okay, so ist eine geschlossene Gruppe. Es gibt dort aber einen Platz frei. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einer DSA 4 Rollenspielrunde, habt ihr die Möglichkeit, euch bei Safira zu melden. Und in dieser Runde, die hier bei mir in Förden spielt, besteht die Möglichkeit teilzunehmen und noch einen Platz zu ergattern. Gespielt wird gerade die Drachenchronik. So, wir gehen wieder zurück. Und kommen zum Mittwoch, am 9. haben wir die Wechselgruppe. Das ist die Gruppe, die verschiedenste Systeme immer mal durchprobiert. Ähm, wechseln halbjährlich. Äh, die spielen im Clubraum. Nimmt am besten mit Nandos, der hat den Termin eingestellt, Kontakt auf. Hier steht jetzt nicht, ob Platz ist. Äh, einfach sonst mal Nandos fragen, wenn euch sowas interessiert. So, dann. Oh Gott, Alarm in der Bude. Irgendwie werden wir hier erobert von fremden Katzen. <laughs> Die lungert hier bei uns in der Bude rum. Witzig, witzig. Naja, so, irgendwas ist ja immer. So, am Donnerstag, 10., <laughs> haben wir wieder Infinity Fire Team, der zweite Termin in der Woche. Auch da könnt ihr wieder eure Teams auf der Infinity-Platte tanzen lassen. Am Freitag. Oh, das ist eine richtig volle Woche. Sehr geil. Am Freitag haben wir Gaslands. 18 Uhr geht's da los im Solduri-Clubraum. Und um 19 Uhr ist dann der monatliche Brettspieltreff im Clubraum. So dass ihr da Brettspiele zocken könnt. Wir gucken mal rein. Was haben wir denn da? Steht irgendwas drin? Wir werden viele Spiele vor Ort sein. So. Also wie gesagt, kommt da einfach vorbei, bringt mit, was ihr mitspielen wollt, wenn ihr Brettspiele habt, schaut euch das Ganze einmal an oder zockt einfach eine Runde mit. Wie gesagt, parallel findet auch eine Runde Gaslands statt. Am Samstag dann ist die Falkenstein-Gruppe, die spielt auch hier in Lenförden bei mir zu Hause, ist voll und die spielen, glaube ich, auch die sieben Gezeichneten, genau. Wie gesagt, die Gruppe DSA41 ist aber voll. So am Sonntag dann haben wir die erstmal trifft sich der Vorstand um 13 Uhr im Clubraum zur öffentlichen Vorstandssitzung. Da könnt ihr also auch weil ihr öffentlich mit dabei sein. Ab 15 Uhr dann haben wir die außerordentliche Mitgliederversammlung verschiedenste Satzungsänderungen stehen an. Wir gucken uns mal an. Die Tagesordnung sieht folgendermaßen aus. Ähm, Top 1 Begrüßung, Feststellung, Anwesenheit der Beschlussfähigkeit. Top 2 ist dann der Finanzstatus des Vereins und die Abstimmung über den drei plan Top 3 ist die Änderung der Satzung der Clubraumordnung und der Beitragsordnung. Top 4 ist die Wahl eines oder zweier Kassenprüfer. Und Top 5 ist der Klassiker, nämlich Verschiedenes. Wie gesagt, Ort ist Clubraum. Ähm, ihr habt da eine Einladung erhalten. Am 13.15 Uhr ist die Mitgliederversammlung. Ab 13 Uhr ist die öffentliche Vorstandssitzung. So, 19 Uhr abends ist dann auch gleich noch eine Rollenspielrunde in henstedt ulzburg äh, Kein freier Platz frei, aber da wird gleich Rollenspiel gezockt. Da das Saphira eingestellt hat, rechnet sie damit, dass um 19 Uhr. Die Mundklärer-Versammlung auf jeden Fall schon vorbei ist. <laughs> Gut. Das war's zu der Woche. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß, eine tolle Hobbywoche. Schaut mal rein bei einem oder anderen Event. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anregungen habt, unten in den Kommentaren könnt ihr diese hinterlassen. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr Themen habt, die ihr bei Soduri TV mit unterbringen wollt. Äh, wenn mal keine Hangover-Woche ist, dann. Ähm, Macht Facebook-Einträge, schickt das an Völke, der das bei Instagram stücken kann. Schickt das zu mir oder haut eure Ideen einfach unten in die Kommentare rein. Ja, ich würde mich freuen über ein Like und Subscribe für diesen Kanal. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche nochmal. Und tschüss, tschüss, ich bin raus. Euer Fettso, zur Duri TV.